Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars Desktop Edition. Ich nehme jetzt gerade direkt nochmal im Anschluss auf. Ich muss zwar noch ein paar Rennen jetzt mit meinem Schimmelchen simulieren, aber ganz getreu dem Motto, aber scheiß drauf. Rival Stars ist nicht nur einmal im Jahr, aber das macht nichts. Wir werden jetzt noch ein paar Rennen schnell simulieren. Denn dann bin ich nämlich schon mal mit den Videos für diese Woche, die jetzt gerade läuft, fertig. Und das am Dienstag. Das ist ganz gut, denn ich nehme ja momentan unheimlich viel, beziehungsweise ich versuche unheimlich viel vorzubereiten für den Urlaub. Oh, kennt ihr das, wenn am Abend sich die Socke so ins Schienbein eingedrückt hat? Das ist so fies, das juckt so tierisch. Oh, ich hasse das. Ja, von daher würde ich sagen, machen wir das jetzt noch kurz zusammen, den letzten Rest hier. Kriegen wir das auch hin? Spook, oh, guck mal. Hier muss er sich ein bisschen mehr anstrengen, aber das ist natürlich auch ein Hammerrennen, ne? Das testen wir doch direkt mal aus. Überspringen und zu Ergebnissen. Hätte ich jetzt eigentlich auch nochmal simulieren können, aber... Whatever. Wie geht's dir? So, Platz 3. Das Wettgeld habe ich verloren, aber er ist Level 20 geworden. So, guck mal, jetzt müssen wir nämlich nur noch den letzten Rest müssen wir noch aus ihm rauskitzeln. Bis Level 21. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Mensch, Leute, dann haben wir es. Ah, ich freue mich. Dann haben wir endlich das nächste Prestige-Level erreicht, dann haben wir Prestige-Level 10. Das heißt, dann haben wir schon die Hälfte aller Prestige-Level hinter uns gebracht. Aber das seid nicht traurig, wenn quasi das halbe Spiel schon durch ist, weil da wird uns noch einiges erwarten. Wenn ich mich recht entsinne, werden nämlich auch die Quests noch ein bisschen umfangreicher, sag ich jetzt mal. Minimal, nicht viel, aber minimal. So. Machen wir mal noch die Rennen jetzt hier, die richtig Kohle reinbringen. Die richtig Zaster bringen. Warte mal, da können wir eigentlich auch den schlechtesten nehmen. Da haben wir immer noch viel mehr. Und wir kriegen dann mehr Geld aus der Wette raus, wenn wir gewinnen. Aha. Gewusst wie? Überspringen uns zu Ergebnissen. Auf wie geht's? Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir es jetzt so machen. Aber wir sind einfach schon so mega lange auf diesem Prestige-Level, dass ich jetzt ganz gerne... Oh, verkackt. 21! Dass ich das jetzt einfach ganz gerne abschließen möchte. So, weil dann wird es nämlich wieder richtig spannend hier. Wie gesagt, auch wegen dem Züchten. So, jetzt wird hier Gold, pures Gold verfüttert. 111, 116, 113. Und, oh, wir haben was Neues am Markt. Nichts Spannendes. Damit haben wir das ja abgeschlossen. Ich habe in Stable Monthly ein paar australische Trainingstipps gelesen, die ich ausprobieren möchte. Die Australier haben es drauf. Das haben wir. Darauf kannst du Gift nehmen. Ha, ich muss meiner Tante sagen, dass sie mal zu Besuch kommt. Sie würde dich bestimmt gerne kennenlernen. Ja, und da ist es, Prestige Level 10. Da, 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 da. Neue Ziele verfügbar, Breaker Bay, neuer Austragungsort und neue Anpassungsoptionen sind verfügbar. Und jetzt können wir natürlich auch wieder noch neue Boxen kaufen und bauen und das hier verbessern. Jetzt werden wir erstmal wieder richtig, richtig blank werden, wenn wir jetzt hier alles verbessern. Oh. So, jetzt wird hier nämlich nochmal alles besser und toller und hast du nicht gesehen. So, Lagerhaus. Verbessern. Kann man schon 300 Sachen einlagern. Das hier wird auch verbessert. Kriegen wir auch nochmal mehr Einkünfte. Und jetzt, ihr Lieben, bauen wir eine neue Pferdebox. Und nein, wir konnten nur eine hinzufügen. Das ist natürlich doof. Ja, da müssen wir uns jetzt bald wieder Pferde verlassen. Ihr könnt jetzt schon mal schreiben, welche ihr wollt, dass sie, oder von welchen ihr wollt, dass sie uns verlassen. Ich würde momentan
Curiosity's Creature wahrscheinlich auch gehen lassen, genauso wie Faraway Discovery. Vickers Peach, wie gesagt, möchte ich einfach noch nicht gehen lassen wegen dem Palomino, ne? Fohlenboxen. Möchte ich verbessern, dann können wir nämlich Pferde bis Level 10 schon züchten. Pferdeklasse 6, genau. Und die Chance auf eine höhere Klasse steigert sich auch nochmal. So, und jetzt lass uns doch mal gucken, was wir hier haben. Oh, ein Rabicano. Könnte ein Stufe 6er werden. Wow, der ist hübsch, aber der ist Level 1. Guck mal, der ist schon Level 6. Der hier auch, Otters Fool, der gefällt mir aber nicht so gut. Aber der hier ist toll. Aber der hier hat eigentlich die besseren Werte. Ach, der hat die besseren Werte, aber ich mag die Farbe nicht. Vielleicht können wir aus den beiden ein hübsches Fohlen züchten. 15 Minuten dauert das jetzt schon. Ja, das Fohlen, das seht ihr leider diese Folge nicht mehr. Fohlenboxen, wie sieht es ja mit der zweiten aus? Die sollten wir auch mal noch verbessern. Die wäre damit jetzt auch auf dem Maximum. Dann können wir jetzt noch die Ziele uns angucken. So. Wir sollten einen Tierarzt einstellen, um die Gesundheit unserer Pferde zu gewährleisten. Der neue Tierarzt macht bereits einen großen Unterschied. Ja, das ist die Hauptsache. Hauptsache unseren Pferden geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut. Diese Hitze. Ich möchte einen Sonnenschutz für die Pferde anbringen. Ich habe erst jetzt die Zeit gefunden, meine Tante anzurufen. Es war ein seltsames Gespräch. Sie wollte mir Insider-Renninfos entlocken. Ich denke, sie hat nur Spaß gemacht, aber ich hoffe wirklich, dass sie nicht in Schwierigkeiten steckt. Wir sollten auf dem Campingplatz eine Bühne aufbauen. Konzerte unterhalten die Camper und bringen Extraeinkünfte. Prima, dass wir das schöne Wetter ausnutzen können. Und die Ranch ist so groß, dass ich die nächtliche Geräuschkulisse nicht höre. Auch nicht schlecht. So, 3 Pferde züchten. Pearl River Rennen 2 den ersten Platz machen. 40.000 in Rennen gewinnen. Züchte oder kaufe ein Pferd der Klasse 5 oder höher. Und 20.000. Ja, die sind jetzt echt nicht schwer, die wir da jetzt bekommen haben. Wirklich nicht. Was haben wir hier? Bei der hinten Positionspräferenz. 12% maximale Geschwindigkeit beim Sprinten. Sprintreserven. Reserven. Sprinteinheiten laden 2 Stück. Und in der Zone, ja, okay. Gut, gut. Was kriegen wir denn jetzt hier? Wow, Glass-Eyed Glory. Was ein schickes Pferd. Was eine schicke Stute. Wunderschönes Rabicano-Stütchen. Die ist mega. Hat aber auch ganz gerne wieder so eine ellenlange Distanz. Das ist doch schon wieder ein bisschen doof. Aber die ist toll. Ich klicke sie trotzdem mal weg, dann sehe ich sie gar nicht mehr. Ich will kein Pferd mit so einer super langen Distanz. Ich möchte hier aber mal gucken. Auch boah, Furious Funeral, was ein Name. Ich weiß, ich verschwende gerade unheimlich viel Geld. Und oh, der Name ist schrecklich, aber die ist ja schön. Oh mein Gott. Vorne, Mittel, 1800. Oh, die kaufen wir. Oh, die ist ja voll toll. Aber die möchte ich gerne umbenennen. Und die kriegt ein schönes Outfit. Gott, jetzt kriege ich hier wieder richtig... Ja, da müssen wir jetzt auch schon Pferde verkaufen. Das heißt, Faraway Discovery wird gehen. Obwohl, nee, das ist ein Rabicano. Den wollte ich eigentlich... Nein, den behalten wir noch, weil der hat eine schöne Farbe. Als Rabicano. Finde ich schöner. Dieses etwas dunklere, muss ich sagen. Sweet Cheesecake möchte ich eigentlich auch ganz gerne noch behalten. Aber wir haben ja jetzt auch noch mal eine Box frei. Wie gesagt, beim Rest gucke ich dann erstmal, was ihr so sagt. So, ich brauche einen anderen Namen für sie, aber sie ist ja wohl mal mega hübsch.
Sie ist richtig hübsch. Glitter finde ich gar nicht so schlecht. Nicht sowas? Nein. Das ist... wäre nicht Dings gewesen. Formal Toast. Das wäre nicht kommentarfreundlich gewesen. Infinity Glitter. Ich würde sie aber wahrscheinlich dann immer nur Infinity nennen. So, und jetzt möchte ich bei ihr ganz kurz noch schauen, dass wir ihr eine tolle Anpassung verpassen. Das, was ich gerne für sie hätte, kann ich mir noch nicht holen. Das ist erst ab 14. Das finde ich so toll. So, also, wo ist sie denn? Oh, Animated Display hat einen Man-Bug. Da ist sie. Was haben wir denn jetzt neu freigeschaltet? Das ist das Winterset, ne? Wie sieht das hier denn aus? Ach, das ist das, was dazu gehört. Natürlich auch nicht schlecht. Wie sehen die Scheuklappen dazu aus? Nee, ich glaube, die würde ich hier nicht drauf packen, weil so sieht man das kleine Sternchen. Aber könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt? Weiß es nicht. Nicht das so? Ich finde irgendwie, das passt nicht zu ihr, oder? Deswegen mache ich so oft auch unterschiedliche Zaumzeuge, weil ich einfach dann oft nicht finde, dass es so gut zusammenpasst. Und das macht so ein bisschen... ja doch, das hiermit noch. Ich kann mich damit irgendwie nicht so richtig anfreunden. Das vielleicht schon, aber dann eher ein anderes Zaumzeug. Ich glaube, so würde ich das machen. Ist teuer genug. 300. Boah. Aber es steht ihr. Und das ist jetzt gerade für mich die Hauptsache. Und es steht ihr richtig gut. Wenn wir jetzt hier mal ein Foto machen wollen. Einzelnes Pferd. Nee, ohne Jockey. Oder doch mit? Thank you.
mache einfach mal ein paar Bilder zur Auswahl. Dann gucken wir mal. So, ihr Lieben. Aber das war's dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, weil es eine etwas längere Folge. Und nächste Folge dürft ihr euch wieder auf ein Fohlen freuen. Also, bis dahin. Nicht verpassen. Macht's gut. Tschüss.